Herzlich willkommen zurück beim 66. Wiener Opernball. Die Party ist am Laufen. Alle sehen sehr glücklich aus da unten am Parkett. Es wird getanzt und gefeiert in allen Räumlichkeiten. Absolut, Miriam. Wir schunkeln hier ja auch schon im Dreivierteltakt. Und wir freuen uns vor allem, dass Sie zu Hause mit uns mitfeiern im ORF und auch auf Dreisat. Denn wahrscheinlich ist es Ihnen aufgefallen, wir haben uns nach der SIP2 heute nicht von unseren Zuseherinnen auf Dreisat verabschiedet. Ganz genau. Wir fangen die schönsten Bilder des Balles für Sie ein und liefern Sie quasi ins Wohnzimmer. Und uns liefert man die Interviewpartner hier jetzt in die Mittelloge. Genau. Ich mache mich auf den Weg, weil meine ersten Gäste sind bereits da. Ich freue mich auf Bundeskanzler Karl Nehammer und die Premierministerin Estlands Kaja Kallas. Herzlich willkommen. Hallo. Darf ich mich in die Mitte mogeln? Allein lautstärkenmäßig ist es besser, wenn man so nah wie möglich zusammensteht hier im Opernball. Herr Bundeskanzler, natürlich ist es ein Staatsball. Kann man da in Ihrer Funktion auch so ein bisschen privat sein oder ist das quasi unmöglich? Man kann es und es ist vor allem unglaublich, was das Jungdamen- und Jungherrenkomitee geleistet hat bei der Eröffnung und die Fröhlichkeit sieht man jetzt und das steckt an. Und dann gibt es immer kleine Momente, auch neben den offiziellen Terminen, wo man dann auch für sich sein kann. Jetzt ist natürlich ein Walzer wahrscheinlich unmöglich für Sie auf dem Parkett jetzt gerade. Wie entspannt wäre es denn im Vergleich zu einer Kabinettssitzung? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, es geht unentschieden aus zwischen der Kabinettssitzung und dem Walzer. Der Opernball verbindet Traditionelles mit Neuem. Das macht Österreich auch irgendwie aus, oder? Ja, total. Und ich freue mich sehr, dass die Premierministerin von Estland jetzt bei uns ist, weil wir viele Gemeinsamkeiten haben in der Union und auch viele Unterschiede. Und das macht die Europäische Union auch sehr interessant und vielfältig. Und der Ball drückt das auch aus in den vielen Musikvariationen, die es auf diesem Ball gibt. Und gleichzeitig ist es schön, bei einer guten Atmosphäre auch über wichtige Themen sprechen zu können. Vor kurzem den Österreich-Plan vorgestellt. Wie schaut der Opernballplan heute Abend noch aus? Viele Termine, viele Gespräche, für die Wirtschaft auch, internationale Besucher hier, das muss man ausnutzen. Und der Staatsball sozusagen ist eine gute Chance dafür. Und ich freue mich sehr, dass die Premierministerin hier ist. So, our Chancellor is very happy that you made time tonight to be here in the Opera House. Also er freut sich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Es gibt in Tallinn auch ein wunderschönes Opernhaus. Wie vergleicht sich das zur Wiener Staatsoper? I know in Tallinn there is a stunning opera house as well. Is it comparable to the Vienna Opera? Well, it's not that glamorous. No, we are a smaller country, smaller opera, but this is something else. Auf jeden Fall nicht ganz so glamourös, sagt sie, es ist ein bisschen kleiner. Deshalb kann sie es wahrscheinlich besonders genießen. Did you enjoy your evening so far? Very much so. I'm hoping to get on the dance floor. So. Are you gonna try later? Absolutely. I used to be a dancer and my husband dances, so we love to dance. Waltz, especially. Sie und Ihr Mann, beide lieben es, Walzer zu tanzen. Von daher wird man Sie später auf jeden Fall noch auf dem Parkett finden. Frau Kallas, abgesehen vom Besuch hier, was gibt es denn Gemeinsames, das Estland mit Österreich verbindet? Well, apart from your visit here, what do we have in common, Estonia and Austria? What do you think? Well, we are both small countries with different history, but very similar mindsets, attitude towards everything, the world, international law, I mean, technology, IT, what you name it. So I think we have a lot in common. Also sie glaubt sehr wohl, wir haben sehr, sehr viel im Gemeinsamen, nicht nur, weil es beide relativ kleine Länder sind. Es gibt eine spannende Sache in Estland und zwar gibt es da eine Insel namens Kino, wo es eine der letzten europäischen Matriarchate gibt. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon unterhalten haben, aber ich glaube, da kann man einiges von Estland lernen. I'm fascinated by the island of Kino, one of Europe's last matriarchies. That's fascinating. Did you two talk about that already? I think we can learn a lot. We didn't talk about that. He's afraid of that. But actually, I said that, you know, you should all come to visit Kino and other parts of Estonia. So it's wonderful. I think we can learn a lot. The women in power there are doing a great job. Also sie hat sich noch nicht mit ihm über das Matriarchat im Kino unterhalten, aber sie freut sich drauf. Er glaubt, er hat noch ein bisschen Angst davor. Wir beobachten das mit Spannung für den restlichen Abend. Thank you so much for being here. It was a pleasure talking to you. Vielen Dank und genießen Sie den Abend, Herr Bundeskanzler. Frau Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer, darf ich Ihnen gleich zu Beginn ein Kompliment für Ihr Kleid machen? Ich habe gehört, es ist sehr nachhaltig. Wo haben Sie es denn her? Ja, das Kleid hat eine unglaubliche Geschichte, eine wunderbare. Es ist 40 Jahre alt
und ist aus einer Produktion der Volksoper aus dem Jahr 1982, aus der Csárdás-Fürstin. Und dass das Kleid noch so tragbar ist, das verdanken wir der Art for Art. Jetzt werden nicht alle wissen, was die Art for Art ist, aber das ist die Servicegesellschaft, die die Kostüme und die Bühnenbilder für die Staatsoper, die Volksoper und das Burgtheater herstellt. Und die haben einen riesigen Kostümfundus und da kann man sich was ausborgen und sind alle eingeladen, sich auch einmal aus diesem Fundus zu schöpfen. Ja, das kann ich auch nur empfehlen, den habe ich auch schon besuchen dürfen. Riesige Hallen voller Gewand, ein Traum eigentlich. Ja. Frau Meier, Sie haben schon erwähnt, die Csárdás-Fürstin, die führt uns thematisch gleich nach Bad Ischl über die Operette. Jetzt haben wir, kann man fast sagen, vor kurzem die Kulturhauptstadt Europas 2024 in Bad Ischl eröffnet. Wie sehen Sie das denn als vom Fach? Was für eine Wirkung für das Image unseres Landes hat denn sowas wie der Opernball hier oder die Kulturhauptstadt 2024? Naja, Österreich ist auf der ganzen Welt für Kunst und Kultur zu Recht berühmt. Und mit solchen Events, da geht es aber nicht nur um Events, sondern da geht es darum, dass wir die ganze Breite unserer Kunst und Kultur zeigen können. Heute eben sehr was Traditionelles wie den Opernball, der auch ein Fest der Künstler ist. Und in Ischl ist auch darum gegangen, dass zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler ihre Bühne haben und beides hat seine Berechtigung und es ist wunderbar. Sehr gut. Toll, dass unsere Kulturlandschaft so bunt ist. Vielen Dank, Frau Kulturstaatssekretärin. Schönen Abend noch. Ich begrüße jetzt hier eine Schauspiellegende, apropos bunte Kunst und Kultur. Gabi Dohm ist an meiner Seite. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Frau Dohm, man kennt Sie aus unzähligen Rollen, nicht nur als Schwester Christa aus der Schwarzwaldklinik. Und ich darf es verraten, Sie haben vor kurzem einen runden Geburtstag gefeiert. Richtig, das habe ich. Sagen wir welchen? Soll ich das sagen? Ist das uncharmant? 80 bin ich geworden. Ja, aber das ist ja unglaublich. Also jetzt müssen Sie uns noch Ihr Geheimnis verraten. Neugier auf das Leben, Neugier auf die Kunst, auf Ausstellungen, auf schöne Dinge, auf Reisen und natürlich, mein Geheimnis ist Tanzen. Sie haben in einem Interview auch einmal gemeint, dass Sie Ihre Enkelkinder fit halten würden und dass Sie gerne die Oma wären, mit denen die Kinder Spaß haben sollen. Was steht denn da ganz oben auf der Liste Ihres Unterhaltungsprogramms? Alles Fantasiespiele. Charade oder Schattenspiele. Oder sich verkleiden, Fasching feiern, Masken machen. Und wenn Sie schon so viel Verkleidungsspiele spielen, haben die Enkel dann auch schon Ambitionen in die schauspielerische Richtung? Nein, dafür sind sie noch zu jung. Und ich glaube, nein, habe ich eigentlich nicht. Aber sie sind Kinder, die wirklich lieb alles stehen und liegen lassen, wenn man Fantasiespiele spielt. Und nicht immer vorm Fernseher hocken oder so. Sie sind malen sehr begabt, machen natürlich Sport auch sehr begabt. Sie tragen einen interessanten Orden. Als Österreicherin erkenne ich nicht sofort, was es ist. Das was ist denn das für ein Bayerische Verdienstorden? Okay. Ja. Sehr gut, sehr passend. Ich habe noch nie getragen, aber hier passt er. Sehr gut. Dann noch viel Spaß hier am Ball mit Ihrem Orden. Vielen Dank für das Gespräch. Wir unterhalten uns hier gerade schon Priscilla Presley und Richard Lugner. Priscilla Presley, ja, riesen Attraktion natürlich auch am Ball. Es ist eine Traube von Menschen immer hinter ihr her. Und sie sagt, ja, sie handelt es sehr gut. Sie freut sich eigentlich sehr, hier zu sein. I just said, everyone, obviously, there is a huge attraction around you. Everyone wants to know how you are, what you're doing. So how are you? How are you enjoying your evening so far? Freut sie sich, hier zu sein? Wie geht's ihr? I love this evening. It's so beautiful, so somewhat emotional. You know, we don't have anything like this in Los Angeles for sure. And to see the beauty, I'm like, everyone is dancing, having a great time. It couldn't be more beautiful. Also sowas gibt es natürlich in Los Angeles nicht. Sie sagt, man muss sich nur umschauen. Man kann es eigentlich mit nichts vergleichen und sie genießt den Abend hier sehr. Ich habe gehört, dass sie morgen sehr früh wieder abreisen will. Vielleicht ändert sich das im Laufe des heutigen Abends noch, wenn es später wird. Do you think you're still gonna go home tomorrow? You might stay in Austria for a few more days. No, I'm kind of considering maybe staying a day or two, but I don't know yet. Does it depend on how he behaves? I am here. Vielleicht, ja, sie schaut mal, wie lange es dauert und vielleicht liegt es auch daran, ob sich der Herr Lugner benimmt.
Priscilla, der Movie ist gerade in den heimischen Kinos angelaufen und ist ein Riesenerfolg, basierend auf dem Buch von Priscilla Presley aus den 80ern. Sofia Coppola hat die Geschichte sehr sensibel und schön erzählt. Es muss sich auch eigenartig anfühlen, das eigene Leben auf dem großen Schirm nochmal zu sehen. Sofia Coppola's movie, based on your book from the 80s, is a huge success over here as well. And a very sensitive story, very, very nicely told. How does it feel for you to see your life on the big screen? It's difficult. You know, you're seeing your whole your life on screen, and so is everybody else. You know, so, you know, I know people are real interested in my life, and, you know, I just hope they understood. You know, my love for Elvis was very, very much, you know, when I left, I didn't leave because I didn't love him. I just couldn't take, I couldn't take the lifestyle. But our love was still very close. We still called each other. We still cared for each other. Yeah. But and now that everybody knows, I get asked so many questions. Natürlich will das jetzt jeder wissen, aber es ist hier wichtig auch zu betonen, dass die Liebe zwischen Elvis und ihr sehr, sehr nah war, auch nach der Scheidung. Sie waren Freunde und sie sind sich natürlich bis zum Schluss sehr, sehr nah gestanden. Es gab noch einen anderen Film rund um die Presley Family. Baz Luhrmann hat Elvis verfilmt, Sofia Coppola hat sich mehr auf die Geschichte von Priscilla Presley konzentriert. Welcher Film ist denn akkurater? There are two movies out based on your family story. We had Elvis with Austin Butler, and we have Sofia Coppola's movie now. Which one tells the story more accurate, you think? Well, I think there are two different stories. Elvis' story is, you know, Baz Luhrmann is very, how can I say, he's another item, I mean, as far as how he thinks. You know, he's... when he has a movie, it's more the life, but yet there's a lot of extra that goes with his movies. So I did like it. I have to say I did like it. Was it totally truthful? I think he tried very hard in his point of view. I happen to know Elvis and live with Elvis. So exactly, yeah. Sie mochte den Film, ob es ganz akkurat war, vielleicht nicht, aber sie mochte den Film und sie hat gesehen, was man mit dem Film mochte, und es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Herr Richard Lugner, Sie wirken glücklich mit Ihrem Gast. Seit Priscilla Presley hier angekommen ist, sehe ich Sie nur am Lachen. Oh, eine Traumfrau. Aber sie ist so stark. Sie hat 9 Stunden Flug ohne Jetlag. Und dann sind wir um 10 Uhr mit Essen fertig und dann sagt sie, was machen wir jetzt? Und dann gehen wir noch in ein paar. Ja, da muss ein bisschen fit sein. Wie schaut es mit dem Hüftschwung aus? Hinter mir. Ich bin schon am Sound. Na, jetzt eine Nacht geht noch, Herr Lugner, und dann können wir uns ausschlafen. Ja. Sie fliegt ja schon morgen um 5 Uhr, muss am Flughafen fahren. Sie macht nichts, sie bleibt halt lange. Da bringen Sie natürlich persönlich hin, oder? Nein, ich nicht mehr. Nein. Vielen Dank für diesen ganz besonderen Gast, Richard Lugner, Priscilla Presley. It was an absolute pleasure meeting you. Thank you so much. Der Gentleman, der Lugner. Hier in der Mittelloge, da geben sich die besonderen Gäste die Hand. Ich begrüße jetzt das Künstler-Ehepaar Elise und Erwin Wurm. Und sie haben ihren Firmling Ferdinand Hoyos mitgebracht. Ferdinand, Sie haben heute eröffnet. Wie war's? Es war sehr schön, sehr aufregend, relativ heiß da unten. Aber es hat alles gut geklappt. Also ich kann mich nicht beschweren. Und wird man Sie noch auf der klassischen Tanzfläche sehen oder geht's jetzt Richtung Disco? Wie bitte? Sie noch auf der klassischen Tanzfläche sehen oder geht es für Sie jetzt Richtung Disco? Na, selbstverständlich sieht man mich noch bis 2, 3 und dann werde ich schon in Disco gehen wahrscheinlich. Also ja, ist ja nicht gesehen. Wird gut. Erwin Wurm, Ihr Sohn Laurin hat vor einigen Jahren auch hier eröffnet. Gab es da ein internes Briefing? Hat er Erfahrungen weitergegeben? Nein, er wollte das und hat das alles gut gemacht und ich kann mich nicht an ein Briefing erinnern. Aber vielleicht gab es doch ein bisschen was, wer weiß. Und wie war es für Sie, das zweite Mal so eine Eröffnung aktiv beizuwohnen? Toll, aufregend mit den jungen Damen und den jungen Herren, die das so toll machen. Schön. Ich kann mich ja daran erinnern, ich habe mit 18 hier eröffnet. Ja, schon eine Zeit lang her. Elise Wurm, Sie sind Grafikdesignerin und sehr oft am Ball als Gast. 2016 haben Sie das Ballplakat designt und auch einmal einen Raum gestaltet. Wie hat sich der Ball denn in den Jahren entwickelt? Was passiert hinter dem Vorhang und die ganze Vorbereitung, Team kennengelernt. Das ist unglaublich, was die alles schaffen. Das war zu arbeiten mit der Bühnendekor-Team und ja, das war unfassbar, großartig.
Ein fantastisches Kleid tragen Sie in der Ballfarbe. Die Rose heißt Pink Floyd. Haben Sie das extra ausgesucht? Eigentlich ist ein glücklicher Zufall. Dann wünsche ich uns alle noch viele glückliche Zufälle und eine rauschende Ballnacht. Vielen Dank für das Gespräch. Bei mir jetzt DJ Ötzi, Gary Friedle und seine Tochter Lisa Marie. Herzlich willkommen. Danke. Genießt ihr den Abend soweit? Ja, wir also so wunderschön, weil ich das erste Mal einfach mal ein bisschen es wahrnehmen, was so abgeht. Weil früher, ja, da schon. So wunderschön gesungen. Ich weiß nicht, wie er geheißen hat, aber mit der Garantie, es war Wahnsinn. Dann auch die Tänzer mit den Regenbogenformen, ist ja ganz eine klare Botschaft. Wien ist weltoffen. Ich bin da begeistert. Und noch dazu das erste Mal mit der Lisa Marie. Und Papa-Tochter-Abend heute. Und ihr wart vorher schon da, als Frau Presley bei uns war. Ja. Und du bist ja benannt nach Presleys Tochter. Das muss ja auch spannend gewesen sein. Habt ihr euch Hallo sagen können? Nein, leider nicht. Aber Lisa Marie, ich wollte immer, wenn ich das Glück habe, ein Mädel haben zu dürfen, so wie jetzt ich das Glück habe mit der Lisa Marie, dass sie dann Lisa Marie heißt, weil eben auch der Elvis, damals war es in der Bunte, wo die Priscilla und Elvis zusammen mit der Lisa. Was erzähle ich? Ich bin einfach total happy, dass ich so eine tolle Tochter habe und dass ich mit ihr heute da bin. Macht ihr sowas öfter, Papa-Tochter-Tage oder Abende, oder ist es eher selten, dass man so ausgehen kann gemeinsam? Oh ja, also wir sind privat noch viel öfters unterwegs als so vor der Kamera. Also wir verbringen eigentlich jeden Tag, Nicht schön, na, dann wünsche ich euch einen ganz schönen Abend. Heute eher ungewöhnlicher Anblick, Ötzi oben ohne. Ja, gefällt mir. Ich wollte der Veranstaltung den Respekt erweisen und freut uns und es steht dir. Vielen Dank euch beiden. Genießt die Nacht. Guten Abend, Elina Garantscher, einer der Stars dieses heutigen Abends. Sie haben das dritte Mal den Ball eröffnet. Ich gratuliere zu der fulminanten Eröffnung. Macht es das ein bisschen leichter, wenn man die Situation schon kennt, oder wächst der Druck? Also leichter, ich glaube, nein. Im Gegenteil. Der Druck wächst natürlich. Man ist dem Ganzen bewusst. Die Erwartungen natürlich, alle Gute sind drei. Ich glaube nicht, dass ich es zum vierten Mal nochmals machen werde. Es war trotzdem eine Premiere heute, denn das erste Mal hat eine Sängerin ein Damenduett eröffnet. Sie gemeinsam mit Serena Saenz. Ich finde das ja ein sehr schönes Zeichen. Es gab auch Damenpärchen bei dem jungen Herren, Damen- und Herren-Komitee. Wie war das denn für Sie? Ja, ich glaube, es ist um die Zeit. Ich meine, in der Operngeschichte haben wir so unglaublich tolle Duette, die jetzt nicht nur von einem Mann und einer Frau gesungen hat. Und noch dazu, ich als Mezzosopran habe sehr viele Männerpartien gesungen. Und eigentlich, ja, die zweite Stimme ist ja auch ein Nikolas. Und deswegen fand ich eigentlich ganz passend auch zu der Ort, wo wir sind jetzt. Wir sind in einem Opernhaus. Sie selbst haben zwei Töchter. Haben die auch schon einen Hang zur Oper oder doch eher zu Taylor Swift? Ich glaube, erstmal müssen die den Walzer kennen, dann kann ich sie mitnehmen. Aber natürlich, die haben die Fotos gesehen von den Kleidern, die sind nicht da. Es ist die Schulzeit noch. Aber ich glaube, eines Tages, ich weiß nicht, ob als Debütant, das müssen sie dann selber entscheiden, aber ich glaube, den Walzer-Rhythmus und die ganze Atmosphäre gehört nun mal, wenn das tatsächlich möglich ist, einmal zu erleben. Und wie ist da das Mitspracherecht? Entscheiden die Mädels, es sind ja zwei Töchter, entscheiden die mit, was sie tragen, was für eine Frisur sie haben, welcher Schmuck? Also ich glaube, inzwischen haben sie viel mehr Make-up als ich. Die Farben tatsächlich reden sie so, vielleicht weiß ich nicht. Aber da der Nico, der uns die Kleider gemacht hat, jetzt auch für diesen Ball, die Mädchen kennen. Und ich glaube, die haben geheim da ein paar Sachen ausgetauscht. Aber ich werde nicht da informiert. Und es ist auch gut so. Ich glaube, dass jede junge Dame muss den eigenen Geschmack selber entwickeln. Sie haben sie jedenfalls fantastisch beraten. Wo geht's heute noch hin? Wie erleben Sie noch die Ballnacht? Ja, das kann ich nicht sagen, sonst kommen alle mit. Aber es ist tatsächlich hier in der Opernhaus, gibt es einige Räume, wo wir miteinander, mit den Kollegen, auch ein paar Freunde, die wir jetzt hier haben, als Kollegen da, ohne den Druck, dass morgen irgendjemand auftreten muss und dann wirklich das Haus ja ist verwandelt jetzt für ein paar Tage. Und wir treffen dann in einem Probenraum, da gibt es einen gewissen Empfang für die Künstler. Darauf freue ich mich sehr, weil ich wirklich sehr, sehr viele lange nicht gesehen habe und da trinken wir schon einen Gin and Tonic oder einen Shampoos. Dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und noch eine schöne Ballnacht. Dankeschön.
Ich bin mir jetzt unsicher, weil ich glaube, dass ich diesen Mann eigentlich nicht vorstellen muss, weil dieser Bekanntheitsgrad ist quasi 100%. Ich mache es respekthalber. Trotzdem, herzlich willkommen, Heino. Vielen herzlichen Dank. Wahlkitzbühler eigentlich aus Düsseldorf, aber jetzt eben Wahlösterreicher und zum ersten Mal im Opernball. Das kann man sich kaum vorstellen. Ja, ich wollte immer dahin mit meiner Frau, aber leider ist uns das nie gelungen, weil wir immer, ja, wie soll ich sagen, auch immer woanders verpflichtet waren. Aber wir haben den Opernball immer am Fernsehen verfolgt. Und jetzt einmal live zu sehen, es ist was ganz Tolles. Also ich bin mehr als begeistert. Und ich bereue nicht, dass ich von der Firma Deusel eingeladen wurde, in der Loge und das Ereignis zu erleben. Weil Sie gerade Ihre verstorbene Frau Hannelore angesprochen haben, die natürlich im Herzen heute trotzdem beim Opernball ist, ist so ein Abend wie dieser auch eine Ablenkung in einer relativ schwierigen Zeit für Sie persönlich? Ja, es ist ein bisschen Abwicklung, aber die Hannelore ist immer noch voll in meinem Herzen drin und dann kann man mich nicht richtig ablenken. Also man kann nicht 45 Jahre vergessen lassen. Und, aber das soll man auch nicht. Nein, das werde ich auch nicht tun. Ja, wir hatten vor, 50 Jahre zu feiern. Es ist uns nicht gelungen, weil ich mir gesagt habe, ja, es ist so, wie es ist. Und, aber die Hannelore wäre auch, auch glücklich, mich jetzt hier sehen zu dürfen. Denn die hätte mir das nie verboten und... deswegen bin ich mit einem guten Gefühl hier hingegangen. Normalerweise machen Sie Musik und die anderen tanzen. Wie fühlen Sie sich als Gast bei einer Tanzveranstaltung? Ja, deswegen bin ich einer der schlechtesten Tänzer. Ich habe nie getanzt, weil ich immer Musik gemacht habe und bin nie dazu gekommen. Aber wie gesagt, ich bleibe lieber bei der Musik. Vielen Dank fürs Gespräch, Heino. Schönen Abend. Kammersänger Piotr Beczauer, Sie reizt schon, oder? Sie juckt schon das Tanzbein, man merkt es. Wir wollen Sie nicht allzu lange aufhalten, haben aber doch noch ein paar Fragen an Sie. Zum Beispiel, wie spät es ist? Keine Ahnung. Denn Sie als bekennender Uhrenfan müssten eigentlich eine Taschenuhr tragen heute, oder? Hätte ich eigentlich, aber die konnte ich nicht finden. Also eine gute Geschenksidee für den nächsten Opernball. Also das ist eine Pflicht eigentlich. Und ich habe meine Patek Philipp irgendwo verlegt, wahrscheinlich irgendwo anders. Beim nächsten Opernball trage ich die wieder. Es war ja auch nach 2020 heuer Ihre zweite Eröffnung. Wie haben sich die Auftritte unterschieden? Hat sie sich anders angefühlt? Naja, es ist immer das Gleiche, dass wir eine Arie und dann ein Duett machen. Und in dem Fall haben wir auch ein bisschen getanzt und ein bisschen Spaß gemacht. Das ist eigentlich eine große Freude und Spaß immer für uns. Obwohl, es muss sehr professionell abgehen. Ich war am Montag noch in der Tosca und habe erlebt, wie Sie die Arie des Cavaradossi Elio Cervantes le Stelle wieder wiederholen mussten, weil das Publikum einfach so getobt hat, sie sind nicht ausgekommen. Und spannend finde ich, das ist ein bisschen wie beim Beachvolleyball. Sie machen dann so geheime Zeichen mit dem Dirigenten, dem Bertrand de Billy. Ja, ja, also ich habe noch eine Chance übermorgen. Es ist wirklich ganz toll gewesen. Also ich freue mich auf die Tosca Siemens. Das ist eine große Freude, eine richtig bedeutungsvolle, tolle Inszenierung, die man bespielen darf, noch zu singen. Und so noch eine Vorstellung und dann zu anderen Aufgaben. Ein Klassiker aus dem Jahr 1958, die Tosca von Margarete Wallmann. Sollte man sich nicht entgehen lassen, aber jetzt entlassen wir Sie auf die Tanzfläche. Viel Spaß. Danke, danke. Ja, da fange ich ja gleich zum Schunkeln an. Maria und Christoph Sandner bei mir, verantwortlich für diese großartige Choreografie am Anfang. Ist alles so gelaufen, wie man es geplant hat? Es ist alles super gelaufen. Alle Paare haben getanzt. Wir haben kein einziges Ersatzpaar gebraucht. Das ist für uns persönlich die größte Freude. Also ich glaube, es war eine tolle Eröffnung von unseren jungen Damen und Herren. Wie viel kann man eigentlich verändern? Man könnte sagen, naja, schwarz-weiß, dann tanzen die Walzer. Kann man da viel verändern? Gibt es da Freiraum? Absolut, wir bekommen Freiraum, was wir in der Choreografie machen, wie wir sie gestalten. Und auch beim Walzer ist natürlich jedes Jahr irgendeine neue Choreografie am Plan. Und ja, es hat heuer super, super funktioniert.
Streitet ihr euch nie, wenn ihr zusammen an einem solchen Projekt arbeitet? Die ehrliche Antwort oder die Fernsehantwort? Nein. Wir kennen uns viel zu lange, um nicht ehrlich zu sein. Nein, mittlerweile, teilweise sind wir wie ein altes Ehepaar, obwohl wir Geschwister sind. Wir haben keine Kraft mehr zu streiten. Wir sind viel zu viel mit Leidenschaft an dem Event dabei. Und für uns ist einfach wichtig, dass an so einem Abend was Wunderschönes rauskommt. Das ist unser Fokus und da steckt man jedes Herzblut rein. Und du wirst die Ballbesucher bis in den frühen Morgen begleiten, weil du musst nämlich um Mitternacht, um 2 und um 4 die Quadrille ansagen. Da freue ich mich auf die 4 Uhr Quadrille ganz besonders. Ich freue mich auch sehr drauf und Miriam, ich hoffe, wir sehen uns dort. Ja, mit euch an meiner Seite immer. Also wenn mich jemand zum Tanzen bringt, dann Maria und Christoph Sandner. Danke fürs Gespräch und Gratulation, ganz großartig gemacht. Dankeschön. Bei mir sind jetzt die Tänzerinnen und Tänzer und der Choreograf der Eröffnung, Sonja Dvorak, Jero Wilik und Alexei Radmanski. Mr. Radmanski, you chose deliberately a waltz by a Ukrainian composer, La Séparation. Why did you do so? I am from Ukraine and I think it's very important today to hear this music. It's a classical piece that's been composed more than 100 years ago. And since the war started, it has become a symbol of Ukrainian spirit and strengths. And I'm happy that I had a chance to present a choreography on this music, danced by beautiful dancers of Stas Ballet here in this legendary house. Für Herrn Radmanski war es sehr wichtig, dieses Stück des ukrainischen Komponisten auszusuchen, weil er damit auch ein Zeichen setzen will, für den Frieden und die ukrainische Kultur wertschätzen und ein Zeichen setzen wollte. Sonja Dvorak, Sie tanzen heute in einem besonderen Ambiente. Wie ist es denn für Sie, wenn Sie dem Publikum so direkt in die Augen schauen können? Muss man da anders proben oder sich anders einstellen auf den Auftritt? Ja, natürlich, man behält es im Kopf. Also, aber eher, dass es so dreidimensional ist, dass man rumherum guckt. Aber ganz ehrlich, ich gucke immer gerne meine Kollegen so in die Augen, wenn ich auf die Bühne bin. Also das Augenkontakt ist schon sehr wichtig für mich und ich ziehe viel Energie davon. Also das ist einfach noch mehr. Also genieße ich voll, Gesichter zu sehen und man kann eine direkte Verbindung finden. Das heißt, Sie haben in jedem Fall ein Gegenüber, entweder auf der Bühne oder im Publikum. Ja, genau. Einfach mehrere Kollegen, die Energie geben. Einer dieser Kollegen steht jetzt hier zu meiner Rechten, Jero Wilik. It's nice to meet you. So, do you see yourself as an ambassador for the ballet? I never really thought about it that way. But I guess on an evening like this, where a lot of people watch that usually don't go to the ballet, I guess it does feel a little bit like that. I didn't really actively think about it, but now that you ask it and stuff, yes, it's a bit of a responsibility and an honor also, to be honest, because, it's good to promote the ballet. Thank you so much, it's very nice to hear. Also Jero Wilik empfindet sich sehr wohl als ein Botschafter des Balletts, vor allem in diesem Rahmen hier bei diesem Event zu tanzen, beim Wiener Opernball, in diesen wunderbaren Räumlichkeiten, wo vielleicht auch ein paar Leute zuschauen, die sonst mit dem Ballett nicht allzu viel Kontakt haben. Es freut uns sehr, dass Sie hier waren. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und viel Spaß beim Tanzen. Im Jahre 2005 hat Johann Holländer das Rauchverbot beim Opernball verhängt. Bis dahin wurde noch in den Logen wild gebofelt. Aber jetzt? Ja, seit 2005 steht unser Daniel Serafin da oben und raucht und raucht und raucht hier mit seinen Freunden. Hier zum ersten Mal auf dem Seitenbalkon mit einem tollen Blick Raucher, müsste man sagen. Ja, so wenig Raucher, muss man ehrlich sagen. Aber Daniel Serafin. Smoke gets in his eyes. Ist es angeblich, er inhaliert ja gar nicht. Der tut so. Oh ja, hat nicht inhaliert? Ein Lamour-Hatscher auf dem Parkett, was höre ich da? Du kennst sie? Nein. Die Dame kenne ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür sind dir die Herren unbekannt. Ich habe die Dame angeschaut, ich dachte, du kennst die Herren. Ich kenne immer die. Aber schauen wir doch in den Marmorsaal. Ob wir dort erkennen können, ja, Herrn Stöckl, Julian Stöckl, der tanzt mit der Frau Knappig, ein Model, ein ehemaliges. Waren die nicht auch im Dschungelcamp? Ja, die haben, ja, Monika Ballwein singt für uns. Da haben sie auch diese Kopfbedeckung wahrscheinlich mitgenommen. Ah, wunderschön. Was singt sie da? Christoph, du bist der Musikexperte. Das war zu schnell. Jetzt ist wieder andere Musik. Ist das nicht die Frau? Nein, doch nicht. Also bin ich wieder fast. Doch, oh ja, das ist sie.
Die Frau was? Nein, das ist nicht die. Eben, sage ich ja, das ist nicht dies. Also das ist nicht also dies. Wirklich, na, du bist mein. Da ist ja noch der Konkurrent. Evi Höfer. Papis Love Date. Links, da vorne ihre Schwester. Andi Knoll. Ah, das ist die Frau. Für, ja, ganz genau. Höfer, genau. Aber Andi Knoll, der schwingt sein Mikrofon. Wer ist das Opfer? Er schwingt, er hält es wahrscheinlich hin. Eine hochexplosive Mischung hat der deutsche Unternehmer Markus Deusel eingeladen. Sie haben zum einen eingeladen einen Westernheld, Django, der schießt scharf. Und sie haben einen Herrn eingeladen, der schießt auch oft auch unter der Gürtellinie, Oliver Bocher. Vorfälle bis jetzt in der Loge? Nur lustige Vorfälle. Ja. Das in Serie. Manchmal gibt es hier eine Pause, aber dann, weil er beim Interview steckt. Aber feine Sache. Ja. Der Mann ist ja... Herr Bocher, wir kommen sofort hin. Dieser Mann ist eine absolute Legende. Franco Nero. You're an absolute legend. Sehr beschäftigt, seit den 60ern jedes Jahr einen Film eigentlich rausgebracht. Klar, man kennt ihn für die Italo-Western, Django. Ja, der schießt scharf, gerne auch hier rüber. Aber auch im Bruce Willis stirbt langsam, letzten Jahr gerade mit Russell Crowe einen Film gemacht, wo er den Papst gespielt hat. You're still very busy, so you took the time to come to the Opera Ball. The last time you were here is 42 years ago. Look, warum so lange? Warum die lange Pause? With Richard Burton. You see Richard Burton here? Ja. But then I see many people, Placido Domingo, Shirley MacLaine, many great personality came to this event. And yourself. Yes, wonderful. What's different this year than it was like 40 years ago? 42 years ago. 42 years in the 80s. But wie ist der Ball insofern anders jetzt? Well, you know, it was for me, it was the first time, it was a great event, and I enjoyed it very much. And this is why when I was invited to come here this time, I said, why not? I'm curious. You know, when a person is curious, he likes to travel to see new things. This is why I came here. Also er ist neugierig, er ist eingeladen worden und jetzt ist er wieder da nach 42 Jahren. Maybe you're going to have a duel, maybe without weapons, but you could do a dance-off. Yeah. Later Are you on going to dance? Later on I will dance. Yeah. Not now. Did this guy behave so far? Do you know this man? Yes, he's a wonderful actor. He's a wonderful man and a wonderful actor. Er ist ein wunderbarer Mann und ein wunderbarer Schauspieler. Er kann nicht dich meinen, oder Oliver? Er meint mich. Ich bin ein super Typ. 10 Jahre nach dem letzten Opernball bin ich hier. Keine Vorfälle. Alle sind begeistert von mir. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Was ist denn los? Warum bist du so gesittet? Das ist doch ein Riesenskandal. Kim Kardashian, wir können uns daran erinnern. Das wart ihr, habt mich da reingeritten. Ich bin ja, jetzt bin ich ja froh, dass ich bei mir ja nicht mehr da drüben stehen muss. Jetzt bin ich endlich wieder bei seriösen Leuten hier in der Loge, wo nichts mehr passieren kann. Nein, es ist ja wirklich, es macht ja eine Menge Spaß. Es ist ja ein super Event. Wie schon gesagt, Sandy hat sich immer gewünscht, hier mal herzukommen. Und wenn ich ihr den Wunsch erfüllen kann, das macht man noch immer für eine Ex-Frau. Ist immer günstiger, als zu zahlen. Du hast das Stichwort Ex-Frau gesagt, Alessandra Meyer-Wölden. Denselben Fehler zweimal machen, kann man wirklich, oder? Ach, man sollte aus Fehlern lernen. Aber jetzt sind Sie wieder mit dem hier. Ja, wir haben ja 3 Kinder, die uns verbinden. Und von daher habe ich ihn noch etwas länger in meinem Leben. Und ich passe aber auch auf. Deswegen benimmt er sich vielleicht heute Abend ein bisschen besser. Wird man tanzen heute noch? Das ist ja jetzt der Teil. Jetzt sind ja die ganzen Debütantinnen weg und so. Und wir haben ja beide Dancing with the Stars, also Let's Dance in Deutschland gemacht. Genau für diesen Moment. Und ich glaube, der Lambi und alle wären stolz, wenn sie das sehen könnten, wie wir hier gleich übers Parkett fegen. Dann würde ich sagen, macht euch bereit. Wir halten mit den Kameras drauf. Das wäre nett, danke. Mr. Nero, thank you very much. Piacere. Buona serata. Grazie, you're welcome. Schönen Abend. Django und Oliver in einer Loge. Was ist das für ein großartiger Moment. Hier ein großer Lamour-Hatscher im Parkett. Und wir blicken jetzt mal Piotr und Kascha. Aber die werden doch noch nicht flüchten vom Opernball, das Tenorpaar. Und das ist die vor der Intersport-Loge, Familie Klingohr. Dessen Stieftochter hat eröffnet. Weiß ich. Ja, auch sehr entspannt und glücklich. Und jetzt bitte in Nahaufnahme von Anita Ronacher. Was tut sich hier an toller Mode beim Opernball? Ja.
muss sagen, ich liebe allgemein sehr extravagante, ausgefallene Kleidung. Und dieses Kleid, dachte ich, passt ideal. Es widerspiegelt eigentlich den Frühling. Ich liebe den Frühling, ich kann es kaum erwarten. Ich habe das Kleid für Frau Ministerin Susanne Raab machen dürfen. Sie kommt heute Abend in einem Traum aus Rot. Eine großartige Unternehmerin, Moderatorin und eben auch Designerin Silvia Schneider, die es für mich gemacht hat. One, two, three, let's go. Weinbar und habe eine der schönsten Frauen dieses Abends getroffen, und zwar Lilli Paul Roncalli. Wunderschönen guten Abend. Wie gefällt dir der Opernball heute? Sehr gut. Es ist erst mein zweiter Opernball und ich genieße es wirklich in vollen Zügen. Ja, genau. Letztes Jahr warst du Debütantin und hast gleich mal einen Anfängerfehler gemacht, nämlich das falsche Kleid gewählt. Das war ein rotes, schönes Kleid, aber es war ein Stehkleid, oder? Was? Es war sehr schön, aber man konnte leider nicht sitzen. Und beim Opernball sitzt man dann doch relativ viel. Also ich zumindest. Was hast du dann gemacht? Tanzen konnte man auch nicht. Ich stand so in der Ecke, so schief. Gut, heute ist das Kleid wieder rot und es hat, eine Schleppe. Auch nicht so gut, oder? Es ist zwar viel bequemer, aber die Schleppe, das war eine Herausforderung, die Treppe hochzukommen tatsächlich. Selbst für eine Artistin, die Lilli Paul ist Artistin, du hast dir die Eröffnung angesehen. Gusto bekommen, vielleicht durch den Ballsaal zu schweben mal? Also es ist wahnsinnig schön. Ich durfte einmal beim Semperopernball auftreten mit meiner Darbietung. Das war schon eine große Ehre. Und ich muss sagen, zuzuschauen ist wirklich so schön. Ich fand besonders die Kinder war wahnsinnig schön, denen zuzuschauen. Ich weiß noch, als ich ein Kind war und manchmal auftreten durfte, dann ist das so ein besonderes Gefühl. Und da kann man sich richtig reinversetzen. Also schon inspirierend hier? Auf jeden Fall, ja. Tanzen wird das heute was? Ich frage das jetzt extra wegen dem Kleid. Ich glaube, ich habe schon wieder das falsche Kleid zum Tanzen. Vielleicht nächstes Jahr dann wieder. Wir hoffen auf den nächsten Opernball. Lilli Paul Roncalli. Neben mir zwei Männer, die in den letzten zwei Jahren die Comedy- und Kabarettbühnen Österreichs gestürmt haben, jetzt unabhängig davon von den vielen, vielen Videos, die zigtausendmal geteilt wurden, Paulus und Benji, Dr. Bohl bei mir. Ich freue mich sehr. Ja, ich sag vielen Dank. Ich war spitz wie ein Säbelzahntiger auf dieses Event und es hat sich vollkommen ausgezahlt. So spitz, dass du schon gestern da warst. Einen Tag zu früh, was war da los? Ja, der Pauli wollte sich das alles ein bisschen genauer anschauen. Der Pauli ist immer ein Tiervertrangler, ja, und da war die Gefahr groß, dass sich verirrt, wenn er sich nicht davor ein bisschen genauer schon die Oper anschaut. Ja. Ist sowas eigentlich euer Metier hier, die Oper? Überhaupt nicht. Noch nicht, möchte ich sagen. Ich bin sehr überzeugt. Weil es einfach ganz großen Spaß macht. Also abgesehen von den großartigen Künstlern, die hier waren, haben wir uns ja auch vorgenommen, wir wollen halt einen Weltrekord brechen. Wir wollen das meiste Geld ausgeben für das wenigste Bier. Und wir sind sehr gut dabei. Wir sind sehr gut dabei. Das ist heute wirklich eine Rekordgefahr. Ja. Also. Das ist eine großartige Sozialstudie, fürs Kabarett natürlich. Ja, er arbeitet auch, oder? Hier kriechen Leute aus ihren Löchern, die sieht man ja sonst nicht. Und es ist beeindruckend, wie schön sie sind. Und es macht großen Spaß. Also arbeitet ihr jetzt und nachher feiert ihr oder könnt ihr beides gut miteinander kombinieren? Wir sind zum Glück sehr multitaskingfähig, wir kombinieren das sehr, sehr gut und haben ein bisschen gearbeitet, aber richtige Arbeit ist das, glaube ich, hier nicht wirklich. Und es wird noch gut gefeiert, denke ich mal, oder? Selbstverständlich. Das ist, glaube ich, unser letzter Programmpunkt. Wir dürfen dann noch bei den Social Media Ladies, werden wir auch noch interviewt. Und dann dürfen wir, glaube ich, endlich weiter zum Weltrekord. Ich freue mich auf den Weltrekord. Ich drücke die Daumen. Toi, toi, toi. Ich setze auf euch. Dankeschön, Dr. Bohl. Wir sind in der Loge der oberösterreichischen Transportunternehmen Eva-Maria Lugmeier. Schönen guten Abend. Guten Abend, Jörg Noll. Sie haben einen sehr interessanten Ansatz in der Firma gewählt. Am Ball sind nur die Großkopferten, da sind nur die sich leisten können. Nicht nur. Also das sind aber nicht meine Worte mit den Großkopferten. Nein, das waren meine Worte, aber das System ist Ihres. Ich wurde vom ORF gefragt, ob in unserer Loge wichtige Persönlichkeiten sind. Und für mich sind das die wichtigsten Persönlichkeiten, weil das sind meine Mitarbeiter. Und zwar meine langjährigen Mitarbeiter, bei denen ich mich bedanken möchte für ihre lange Dienstzugehörigkeit.
Und wir waren voriges Jahr am Opernball, weil unsere Tochter debütieren durfte. Und ich wusste bisher nicht, dass der Opernball wirklich so schön ist in Natura. Und darum ist es ein wunderbarer Rahmen, dass wir gesagt haben, das feiern wir heute. Sie haben Ihre langjährigen Mitarbeiter und Mitarbeiter, die ausgezeichnet werden, die dann eine Prämie kriegen, vor die Wahl gestellt. Entweder ihr kriegt ein Geld oder ich nehme euch mit zum Opernball. Ganz genau. Wie viel Prozent der haben das dann circa in Anspruch genommen? Es waren circa die Hälfte, die gesagt haben, naja, ich nehme lieber doch die Prämie, da muss ich mir einen Frack anziehen und so weiter. Aber manche haben sich sehr gefreut und gesagt, Opernball, kommt nichts anderes in Frage. Das sind diese Herrschaften zum Beispiel. Es hat sich rentiert, oder? Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Hat es sich rentiert, nicht das Geld zu nehmen, den schnöden Mammon, sondern dieses Erlebnis? Auf jeden Fall, wenn wir die Einladung bekommen haben, von der Frau Lugmeier überreicht, haben wir es aufgemacht und den Text gelesen und oh mein Gott, und ja, voll begeistert. Bisher nur im Fernsehen gesehen. Was ist anders, wenn man es dann hier persönlich erlebt, im Vergleich zur Fernsehübertragung? Ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber ich freue mich so, dass die Frau Lugmeier diese Entscheidung getroffen hat. Die Cora hat bei uns begonnen als Lehrling mit 15 Jahren, der Kali in der Werkstätte mit 15 und die Alexandra blutjung mit 20 Jahren und ich blutjung mit 17 Jahren, bin jetzt schon etwas älter und es war wirklich diese geniale Idee mit unseren langjährigen Mitarbeitern am Ball der Bälle das zu feiern. Absolut. Gibt's ein Getränkelimit? Gibt es irgendwie so eine Obergrenze, wo Sie sagen, nach der 78. Flasche Champagner ist genug? Die Grenze war bis jetzt. Wir haben gesagt, wenn Herr Knoll kommt, müssen wir noch ein gutes Bild gehen. Und wenn Sie jetzt gehen, die Flaschen sind geöffnet und dann geht's los. Dann gehen wir. Schönen Abend. Mit einem Blick in den schönsten Ballsaal der Welt. Ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt. Es gibt auch Mariam Jeganeva, die den Ballsaal nicht gestaltet hat, aber die Seitenbühnen. Hat die wohl auch im Untergeschoss beim Heurigen etwas mitgewirkt? Ich weiß es nicht, ob sie das gemacht hat. Ja, schauen wir mal runter. Ja, wenn wir schauen. Jetzt schauen wir mal in diese. Ja, das ist ausgezeichnet. Nein, Gorschbühnen. Klangviertel spielt hier für uns. Ich weiß, dass es dort Bergkäse aus dem Paznauntal, Hauswürstel aus Lienz oder Weckeln aus der Wachau gibt. Solange der Wein aus dem Kamptal kommt, ist alles in Ordnung. Sehr schön. Der Ballsaal, da ist eine gewisse. Könnte das die Familie Hart sein? Wollte ich vor. Ich glaube, es sind unsere Freunde. Hart, aber herzlich. Ja. Das könnten die Debütantinnen, Eltern und andere Verwandte sein. Konsul der Philippinen vielleicht. Es gibt ja alle möglichen Lokalitäten hier in der Oper. Ja, es gibt mehrere Bars. Zum Beispiel zum Schwarzen Kamel betreut die Bar Campari. Schauen wir, ob sie alle Campari trinken. Schauen wir mal in die Gläser. Ja. Ist ja auch Campari, wie wir wissen. Und wer singt hier? Es ist nicht Franco Gandolfo, der ist in seinem Palais. Salon Campari. Das ist gut gefüllt. Eiswürfeln, wird mit Eiswürfeln gefüllt, das Glas. Ob da noch Campari eine passt, das werden wir dann sehen. Ja, und da winkt einer und wir sind schon wieder in der Mitte. Und hier stellen sich doch die Leute für die Kadrie auf. Ja. Christoph, die Theresa wartet, bei der Kadri, dass wir aufhören zu reden. Ja, Thomas. Theresa, hörst du uns? Ich übernehme Volo hier im Opernfoyer. Ich bin hier mit Staatsopernbariton mich Clemens und Rainer, entschuldige Clemens, und Patricia Nolz, Mezzosopran. Patricia, wenn man ihren Namen im Internet eingibt, dann purzeln nur so die Superlative, eine der gefragtesten Stimmen, ein Rising Star. Wie geht's Ihnen denn damit? Freut Sie das oder macht das auch ein bisschen Stress? Naja, ich glaube, der Stress kommt mit dem Job sowieso schon. Also wenn man in der Staatsoper regelmäßig singt, ist da sowieso ein gewisser Druckfaktor immer dabei. Das heißt, wenn man jetzt solche Lobeshymnen liest, dann bereitet das große Freude, aber natürlich möchte man dann den Ansprüchen dann auch genügen. Also gemischt. Ich nehme an, Sie werden den Ansprüchen mehr als genügen, denn bereits am Dienstag stehen Sie wieder hier auf der Bühne als Rosina im Bewerde, die Sevilla. Was machen Sie denn in der Zeit dazwischen? Naja, in solchen Probenzeiten geht sich eigentlich nicht wahnsinnig viel daneben aus, ehrlich gesagt, weil wir immer sehr knapp getaktet uns vorbereiten auf die Wiederaufnahmen. Von dem her proben und dazwischen Ruhezeiten, laufen gehen, meditieren und sonst vorbereiten auf die Show. Klingt fantastisch, toi 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 jetzt schon. Clemens Unterreiner, Sie sind Kammersänger und glänzen heute mit einem ganz besonderen Schmuck.
Es ist kein Orden, aber es ist trotzdem sehr schön. Ich bin nicht so jung für den Orden, aber wir müssen natürlich auch neben solchen schönen Damen auch glänzen dürfen, die Herren. Und da darf ich mir jedes Jahr eine Opernballbrosche ausbauen von meinen Freunden, von den Köcherts. Und ja, ein bisschen glänzen, ein bisschen funkeln, das gehört zum Ball dazu. Ihre nächste Premiere ist am 28. Februar, Animal Farm, nach der Farm der Tiere von George Orwell. Sie haben eine interessante Rolle, habe ich gehört. Ja, irgendwie passt es zu mir, weil ich bin ein sehr beliebter Nachbar. Und in dieser Oper bin ich eigentlich ein bisschen der perverse Nachbar. Ich habe da eine ganz tolle Szene und, wie soll ich sagen, vergnüge mir die Zeit mit der Stute. Und das ist eine tolle Oper und das ist auch ganz wichtig. Wir spielen ja nicht nur Bohème und Tosca und Carmen, sondern auch zeitgenössische Oper. Das ist ganz wichtig, dass die Wiener Staatsoper auch das zeigt und dem Publikum präsentiert. Und es ist für mich ganz toll, auch mit einem lebenden Komponisten zusammenzuarbeiten. Und es ist eine spannende Arbeit und eine lustige Arbeit. Wir haben es wirklich lustig. Ich darf Mensch sein, die anderen sind Tiere und die haben es wirklich lustig. Das klingt alles schon sehr vielversprechend. Animal Farm am 28. Februar hier in der Wiener Staatsoper. Und jetzt wünsche ich Ihnen beiden noch viel Vergnügen. Dankeschön. 5, 6, 7, 8. Wir kommen zur In der Loge von... Das liegt an Ihnen, dass es so heiß ist, weil Sie so gut aussehen. Herr Glöckler, vielen Dank. Vielen Dank. Aber ganz kann, heiß, kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Dankeschön. Die Loge von Designer Harald Glöckler ist die erste, wo ich auch Nahrung vorfinde, nicht nur Getränke. Ja, das ist ganz wichtig. Also ich finde, es muss beides da sein. Ja, wenn man so einen Abend durchleben will, muss man auch ein bisschen Nahrung haben. Ein bisschen Süßes, ein bisschen Salziges, Süßes, Saures. Ja, wunderbar. Es braucht eine Unterlage. Ja, braucht es. Absolut. Und wenn man Gäste hat, sollte man zumindest ein bisschen was anbieten. Wie komme ich denn auf die Gästeliste von Harald Glöckler beim Opernball? Also nicht, weil man prominent ist und nicht, weil man, sondern einfach, weil ich vielleicht sage, Mensch, ich finde Sie oder ihn toll und ich möchte mit ihm oder ihr einen schönen Abend verbringen. Also das ist so der Grund. Und ich möchte Menschen um mich haben, die mir gut und die nett sind. Und die lade ich ein. Ich möchte einfach einen schönen Abend genießen mit Menschen, die das auch erfreut und die das auch zu würdigen wissen. Sie hätten auch Priscilla Presley einladen können. Die haben Sie aber getroffen. Ja, auch ich glaube, wir hätten uns auch gut verstanden. Also sie hat gestern mich getroffen und war ganz fasziniert von meinen Ringen und Nägeln. Das ist ja auch toll. Dankeschön. Und ich habe ja viele... auch viele Hollywood-Stars und viele Freunde, die auch gerne kommen würden. Aber es ist mir jetzt ist gar nicht wichtig, ob das jemand aus dem Hochadel ist, aus dem Kaiserhaus oder ein Hollywood-Star. Es ist mir wichtig, dass es Menschen sind, die ich sage, mit denen möchte ich den Abend verbringen. Sie haben zum Beispiel Ihre eigene Wahrsagerin mitgebracht, Theodora Conte. Sehen Sie in die Zukunft, dass Ihr Vogel heute noch tanzen wird? Er wird nicht tanzen. Denn... Wir finden es so wundervoll, dieses Ereignis von der Loge zu genießen und wundervollen Menschen zuzuschauen, wie sie das Leben feiern. Und es ist einfach nur traumhaft. Der letzte Gast am Ball sein? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber ich werde sicherlich noch eine ganze Zeit hier bleiben, weil wir genießen es unfassbar. Es ist so schön. Es ist immer wieder so schön, dieser Ball. Und es ist ein Streicheln der Seele. Ein Streicheln der Seele? Das lassen wir mal so liegen. Das war's ja schon. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ich danke. Danke. 5, 6, 7, 8. Ich bin jetzt dort, wo die Gäste hinkommen, die gehen wollen. Will wahrscheinlich noch keiner oder wollten schon viele gehen? Noch nicht wirklich viele. Die Barbara und der Bernhard, ihr seid zuständig für die Ballspenden. Also das, was alle mit nach Hause nehmen dürfen. Können wir da mal in so einen Sackerl reinschauen? Schau's bitte darauf. Als Damenspende auf der einen Seite einen von 3 Lippenstiften. Welche Farbe die Dame bekommt, ist natürlich dann Zufall. Aber alle rot? Natürlich alle rot. Und wir haben dann diesen tollen Ohrclip. Das Besondere, es ist nur einer. Also es ist ein absolutes Statement-Piece. Dass man und nächstes Jahr gibt es den zweiten, oder was? Möglicherweise. In den 80er Jahren war das irgendwann mal modern? Das ist richtig. Und man muss halt entsprechend die Frisur drapieren, dann kommt das natürlich auch toll zur Geltung. Genau. Und als Herrenspende? Genau, der Bernhard hat die Herrenspenden, bitteschön. Genau, als Herrenspende gibt es ein Falstaff-Magazin in der Sonderausgabe Opernball und einen praktischen kleinen Regenschirm für die Innentasche. Jetzt schauen wir gleich, der Funktionstest, ja, schöner Schirm, dunkelblau, hervorragend. Okay, also das bekommen heute alle Opernballgäste, die gehen und wir gehen zwar noch nicht, aber dürfte ich einen Sackerl mir mitnehmen und dann
würde ich dieses Sackerl nämlich jetzt auch in Sicherheit bringen. Und Sie können sich einstweilen die schönsten Ballroben anschauen. Ich habe aus über 1000 Abendkleidern ausgewählt und habe mich dann für Couture entschieden von Hänsel und Gretel. Niederbayerischer Designer. Alle besonderen Momente im Leben erleben wir gemeinsam mit Ihnen. Er hat mein Hochzeitskleid gemacht, er hat dieses Kleid jetzt für meinen ersten Opernball gemacht und ich finde ihn einfach ganz toll. Ich mag sehr gern Unifarben und wie es der Zufall so will, passe ich perfekt zur Blumendekoration. Was ich ganz besonders finde, dass es komplett österreichische Qualität ist. Das heißt, Salon Klimt Deluxe ist österreichisch, Alex ist österreichisch und der Schmuck von Swarovski eben auch österreichisch. Mein Kleid stammt vom ORF-Fundus. Ihr habt das tatsächlich schon mal angehabt in einer Show. In einer etwas abgewandelten Form und ich muss da ganz ehrlich sagen, es ist zu schade, dass man ein Kleid in der heutigen Zeit nur einmal anzieht. Ich finde, das ist die totale Verschwendung. Ich trage heute Abend ein Kleid von Suhail Murat, den ich schon in meiner Garderobe sehr, sehr lange habe und habe ich es bei der Goldenen Note schon getragen. Ich habe mich heuer inspirieren lassen, Less is More, bei den Golden Globes, Grammys und so weiter. Diese opulenten Kleider sind wunderschön, aber ich habe mir gedacht, ich mache ein schlichtes, elegantes Kleid, dafür mehr mit der Frisur. Wir machen es ja auch ein bisschen mit der Frisur, Karin. Ja, ja, ihr punkt mit der Frisur. Hier tobt die Mitternachtskadri, aber ich muss sagen, Maria und Christoph, für die Mitternachtskadri das, was für Maria und Josef, was Maria und Josef für den Stall in Bethlehem sind. Aber ich bin noch ganz unter dem Eindruck von Harald Glöckler. Also ich muss sagen, mehr Gesicht geht wirklich doch, nicht. Doch, das zweite Gesicht. Verkehr. Wolfgang Hirschlaff, Kollisionskurs, unser Chefkameramann. Er ist unerschrocken, aber mindestens so unerschrocken. Schau, da kämpft er sich durch und jetzt schließen sich die Reihen und da gibt's nichts zu kämpfen, er wird verschluckt. Wenn dagegen verkehrt. Ah, schau, Herr Bundespräsident. Ich dachte, er geht tanzen vielleicht. Nein, es ist ein... Ich glaube, die Mitternachtskadri ist nicht wirklich die Sache für Alexander von der Kirche. Glaube ich auch nicht wirklich. Das ist verletzungsanfällig. Aber vielleicht eher die Falstaff Bar. Gemeinsam mit dem Ritz-Carlton Vienna hat das Magazin Falstaff einen Champagner-Salon gestaltet. Steinpilztrüffel gibt es da zur Stärkung oder Chili-Käse vom Räuberkasbaby. Also das ist doch wirklich eine Bandbreite und natürlich immer ein Gläschen vom feinen Shampoos dazu. Sehr gemütlich. Rauchen darf man hier nicht mehr. Der Van der Bellen vielleicht trotzdem. Und wir schauen wieder in den gefüllten Saal. Christoph und der Andi warten. Das Blumenthema jetzt ist noch nicht erschöpft. Nein. Bei Andi ist nämlich die Nina Blum. Aber jetzt, danke, Andi wartet mit der Nina. Ja, mit Regisseurin Nina Blum. Schönen guten Abend. Guten Abend. Das ist ein ganz fantastisches Kleid. Vielen Dank. Ja, das ist von Wiener Konfektion, von der Maria Fürnkranz. Und das sind alte Deckerln von ihrer Großmutter gehäkelt. Und die hat sie eingefärbt und ich finde, das passt wunderbar so zum Thema Nachhaltigkeit und Vintage und ich fühle mich sehr wohl in dem Kleid. Nina Blum, ist eine Sensation gelungen. Du hast junge Menschen in die Oper geholt und sie sind so dermaßen begeistert. Das verfluchte Geisterschiff. Geistert, das ist schon die zweite Produktion hier im Haus, eine Wanderoper, geistert so durchs Haus. Was ist das Konzept? Ja, es ist Fliegender Holländer von Wagner und das heißt eben bei uns das verfluchte Geisterschiff. Es ist eine Wanderoper durch das Gebäude der Wiener Staatsoper. Das heißt, man hat nicht nur den Operngenuss, sondern man lernt auch die Oper kennen an ganz verschiedenen Plätzen. Und ich glaube, es ist wirklich, es ist sehr interaktiv. Ich habe auch eine Schauspielerin mitgenommen, das ist eine Schiffsratte, so ein bisschen die Protagonistin. Und ich bin wirklich auch sehr, sehr stolz auf das Projekt, weil ich glaube, das ist eine Form, die Kindern wirklich Lust auf Oper macht. Es ist warum ist es wichtig, dass man Kinder und Jugendliche auch für klassische Musik begeistert? Also ich glaube einfach, dass es schön ist, wenn Kinder einen Zugang kriegen. Und ich war letztens mit der Volksschulklasse meiner Tochter und da waren viele Kinder das erste Mal in der Oper. Und ich merke das bei ihr, die ist jetzt 7, meine Tochter Elsa. Und wenn man da schon so den Samen sieht, dann denke ich mir, selbst wenn sie dann dazwischen einmal eine Zeit lang nicht in die Oper gehen, ich glaube, man erinnert sich daran. Ich kann das von mir selber sagen, ich weiß auch noch, meine erste Produktion war Schneekönigin im Burgtheater. Und das ist so was Besonderes, das vergisst man nicht. Gratulation.
echt was gelungen. Sagen auch Erwachsene. Schönen Abend noch. Vielen Dank. Ebenfalls. Schauen wir weiter. Schönen Abend. Ich schaue mal weiter. Planieren Sie weiter. Ja, ich planiere weiter. Ja, bitte gerne. Bitte gerne. Junge Menschen für klassische Musik zu begeistern, hat mein Vater übrigens auch versucht. Schöne Grüße, Karl. Ah, der schläft schon. Jeden Samstag und Sonntag fest klassische Musik aufgelegt. Hat meine Schwester eher schockiert, aber mir gefällt das sehr gut. So, hier wird noch Getränk bestellt. Da, Wasser. Und hier, oha, getarnt. Eine Undercover-Inspektorin, Revierinspektorin Penny Lanz aus Sokodona. Ist was passiert? Muss man uns Sorgen machen? Du mich doch so gut versteckt. Ja. Ja, ich kann dir das jetzt nicht ganz auf die Nase binden. Gell? Wenn man undercover ist, da darf ich dir jetzt nicht alles verraten. Das stimmt, ja. Mhm. Nein, du bist nicht als Polizistin heute hier, oder? Nein, zum ersten Male nicht. Nein, eigentlich noch nie als Polizistin am Opernball. Ja, ich darf ja dieses Jahr moderieren und bin sehr erfreut und aufgeregt. Du machst alles, was wir hier nicht live kriegen, wirst du aufnehmen und werden morgen Abend 20.15 Uhr ORF1 zu sehen sein. Ja, ganz genau. Und wir waren jetzt schon eigentlich überall in der ganzen Oper. Ich kenne mich zum ersten Mal aus. Wir waren in den höchsten Höhen bei den Debütanten. Wir waren ganz unten beim Heurigen. Wir waren in allen Logen bei allen prominenten Gästen. Ja, ich hoffe, wir haben den ganzen Rest aufgenommen. Skandale bis jetzt? Skandale? Nein, skandalfrei bis jetzt. Ich habe nur gehört, einer wollte mit einem blauen Frack rein und da war man sich nicht sicher, ob das geht. Aber geht das überhaupt? Darf man auch nicht? Als Mann? Ich weiß auch. Also na, schade. Aber ich fände es schön eigentlich, mal ein bunteres Frack. Was sagst du? Ja, apropos, das ist, ich ist bin gut. Froh, dass ich dich gefunden habe. Ja? Du ja, also ich werde mich dann wieder verstecken. Bitte, ist das okay? Und morgen um 20.15 Uhr ORF1 mehr vom bitte, Opernball. Schalten Sie ein. Schönen Abend. Danke dir. Also, ich bin jetzt hier in der Number One Bar. Man hört schon im Hintergrund Barmusik. Es ist schon ein bisschen gemütlicher. Und bei mir Desiree Treichl-Stürk. Viele kennen sie als Opernball-Mutti, hat es damals noch geheißen. Oh mein Gott, nein, das war ich nie. Ich war die Organisatorin, ich war keine Mutti. Ich habe mir gesagt, ich bin Mutter von drei Kindern, ich bin nicht die Mutti vom Ball. Gut. Stimmt, okay. Wir fangen nochmal. Organisatorin. Auf jeden Fall hat sie viele Neuerungen für den Opernball gebracht. Red Carpet ist von dir, der Couture-Salon ist von dir. Die Bar, die ursprüngliche hier, heuer ist sie neu. Ich finde sie super fesch. War auch von mir, also von mir, von meinem Team. Ja. Wenn du jetzt hier durchgehst, stolz? Ja, ich bin wahnsinnig stolz. Mir gefällt das alles irrsinnig gut. Ich finde das. Und ich sehe so viele junge Menschen hier, die Freude haben. Ich sehe Fantasievögel, ich sehe Leute, die ich schon immer hier gesehen habe. Ich sehe neue Gesichter. Ich finde es herrlich, dass der Opernball so weiterlebt. Und man hat keinen Stress mehr, wenn man ihn nicht Nein, organisiert. Ich komme fast ein bisschen wie eine Großmutter. Weißt du, man sagt auch immer, es ist so viel besser mit den Enkelkindern, weil man nimmt sie, wenn man mit ihnen spielt. Und dann, wenn es mühsam wird, gibt man sie wieder ab. Und so kommt mir das heute mit dem Opernball vor. Ich genieße es einfach restlos. Das ist, und du wirst es mit dem Mann genießen. Den ja, wollten wir auch interviewen. Der sitzt da hinten, vielleicht Nein, schwenkt der die Kamera. Der flirtet da schon. Den werden wir wieder zurückholen. Aber er ist auf jeden Keine Fall Sorge, anwesend. Ja, guten Abend, Herr Andreas Treichl. Alles gut? Ja, alles gut. Es geht ihm gut. So, jetzt war er doch noch im Fernsehen. Haben Wunderbar. Wir ihn doch noch Wunderbar. Berühmt gemacht. Desiree Treichl-Stürk, einen wunderbaren Abend wünsche ich. Schönes danke Tanzen, dir, schönes danke Feiern. Dir, danke dir. Und euch auch noch einen guten Job. Ja, danke. Danke. Ja, und ich habe hier am Opernball mit so vielen schönen Menschen jetzt die auch offiziell schönsten gefunden. Miss Austria Valentina Bleckenwegner und Mr. Austria Alexander Höfler. Aber bei euch kann man wirklich sagen, it's not just a pretty face. Alexander, Sie sind als Molekularbiologe tätig. Valentina, Sie forschen an der Kepler-Uni Linz im Fachgebiet Mathematik. Wow, kann ich da nur sagen. Es ist Ihr erster Opernball. Was war denn das Überraschendste, was Sie heute überlegt haben? Das Überraschendste... Oder ich würde sagen, das Schönste war eigentlich der Einzug dann in den Saal, wo die ganzen Leute schon gesessen sind. Genau. Alexander, Sie müssen wahrscheinlich sehr viele Selfies machen, vor allem so im Ornat, oder? So mit der Schärpe, wo man sofort erkennt, mit wem man es zu tun hat. Mit wem haben Sie denn schon Selfies gemacht heute? Also es war auch der Bundeskanzler schon mit dabei heute und der ein oder andere prominente Gast von den Logen. Also da geht es schon ordentlich zu bei den Selfies oder bei den Fotos, genau. Das ist ja für die Halbzeit vom Opernball nicht schlecht, oder? Ihr habt gesagt, ihr bleibt bis fünf. Dann wünsche ich euch noch viel, viel Spaß und danke für das Gespräch. Wenn wir schon von Selfies sprechen, dann erblicke ich da hinten Raffaela Fuchs, eine Influencerin, die sehr, sehr erfolgreich ist auf Social Media. Und ich frage jetzt Frau Fuchs, guten Abend, was muss man denn tun, damit ein Posting erfolgreich ist? Also das Wichtigste ist meiner Meinung nach einfach das Licht und der Winkel. Also
Es kommt gar nicht immer so darauf an, wer fotografiert, weil ich finde, das kann man jedem easy lernen. Also ich mache das immer mit meiner Mama, ich sage ihm so, so und so, halt das Handy einfach abdrücken und das passt. Also Licht und Winkel ist immer das Wichtigste. Bieten Sie auch Coachings an? Kann sich jemand an Sie wenden? Ja, wenn Sie wollen, gern. Also meine Mama wurde schon gecoacht zum Beispiel und mein Freund, also ja. Ein neuer Geschäftszweig tut sich auf. Geschäftstüchtig. Wenn man Ihnen auf Instagram folgt, dann hat man erfahren, dass es Ihr großer, großer Traum war, einmal am Wiener Opernball zu sein. Wie ist es denn jetzt in echt? Also noch überwältigender, als ich es mir erträumt habe. Also ich wusste immer, dass viel los ist, aber es war noch viel mehr los, als ich dachte, als allein schon, wie wir hergefahren sind mit dem Taxi, waren so unfassbar viele Zuschauer und ich dachte mir so, okay, wow. Und es war wirklich noch schöner, als wie ich es mir erträumt habe. Das wird sicher so weitergehen. Ich wünsche Ihnen noch eine rauschende Ballnacht und dann eine störungsfreie Taxifahrt wieder nach Hause. Viel Spaß. Und hier im Schwindfoyer steht ein Influencer, der heiße 273 Follower hat und ein Posting, Dr. Siegfried Marin, unser Kügelbergdoktor. Das ist Ihr Insta-Kanal. Sie haben ein einziges Posting, Ihr Röntgenbild. Ja, ich bin da sehr zurückhaltend. Das ist noch ausbaufähig, oder? Absolut. Wenn man Ärztinnen und Ärzte fragt, wie man gesund leben soll, sagen sie immer, man muss viel trinken. Also insofern ist das heute eine wahnsinnig gesunde Veranstaltung. Man kann es, so wie Sie, überspitzen natürlich mit dem viel Trinken. Ich sehe heute Abend viel Trinken zu einem guten Zweck. Ich weiß nicht, ob das viele wissen, dass tatsächlich ein Großteil der Einnahmen karitativen Organisationen zugutekommt. Das andere ist natürlich, wenn ich sage, viel trinken, meine ich Flüssigkeit. Und jeder interpretiert das individuell, die einen mit Alkohol, die anderen mit Flüssigkeit, je nachdem, was sie machen. Ist ein weißer Spritzer Flüssigkeit? Absolut, gut. Keine Frage. Für alle, die es trotzdem übertrieben haben, auch auf anderen Bällen, was ist das Beste am nächsten Tag gegen Kater? Erstens ist am ersten Abend, sage ich immer, Qualität vor Quantität, damit ich gar nicht in den Kater hineinkomme. Und dann gibt es die berühmten Mittel, dass man am nächsten Tag durchaus auch einmal ein Aspirin nehmen kann und eine Lösung, die mit Salz ist. Aber ich denke mir, man muss sich das vorher gut überlegen, wie weit man gehen will. Und auch um einen gewissen Ernst in diesen herrlichen, es ist ein großartiger Opernball, das möchte ich gesagt haben, mit einer fantastischen Eröffnung, wenn man sie selten gesehen hat, die alles übertroffen hat, was ich je gesehen habe. Und aber es wäre schade, wenn man sie vergessen hat ganz, am nächsten Tag. Ne? Ganz genau, das wäre der Punkt gewesen. Halten uns nobel zurück, aber eines geht, Herr Doktor. Sehr zum Wohl, Gesundheit. Und wir stoßen alle an, die uns zuschauen, auch vor dem Fernseher, dass sie Freude an diesem Abend haben. Ich hoffe, Sie haben auch noch was. Auf Sie. Ja, und so sehen wir uns wieder. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit schnell, gell? Stunden später, Bogdan Rostschitsch. Die Übertragung endet leider bald, aber der Opernball noch lange nicht. Kann man schon so ein bisschen ein Fazit sehen, so ein, was bisher geschah, zufrieden? Ich habe nicht viel erlebt, außer der Eröffnung. Die war toll. Teile des Publikums, muss man sagen, muss man einer strengen Kritik unterziehen. Manche fühlen sich durch die Darbietungen von einer Diva wie Elena Garanca beim Saufen gestört und grölen vollkommen unkontrolliert hinein. Aber das kriegt man nächstes Jahr vielleicht auch noch besser hin. Okay, dann müssen wir noch strengere Türkontrollen einführen. Ich glaube auch. Es gibt halt Leute, die glauben, weil sie sich eine Karte oder eine Loge leisten können, können sie sich alles erlauben. Das ist am Opernball nicht so. Aber sonst, ich fand die Eröffnung ganz, ganz fantastisch. Viele fanden das ganz fantastisch, vor allem auch, was ich so schön finde am Opernball, dass viele Menschen, die sonst mit Oper eigentlich nicht viel am Hut haben, ins Haus kommen und so einen ersten Berührungspunkt mit Oper haben, wie zum Beispiel Dr. Bohl, Comedy-Duo, mit denen habe ich vorhin gesprochen und sie meinten, naja, vielleicht wird es jetzt doch was mit der Oper. Welche Oper können Sie empfehlen als Einstiegsdroge, also erste Oper, die man sich anschauen soll, um sich zu verlieben? Da gibt es so die großen Schlachtrösser, Carmen, Barbier von Sevilla, Don Giovanni, Madame Butterfly, La Bohème. Nicht? Also da, und wir sind ein Repertoirehaus, das bedeutet, wir spielen jeden Abend was anderes. Wer in die Oper hineinfinden will, der findet nirgendwo so gut rein wie an der Wiener Staatsoper. Ob der Opernball dazu hilft, schauen wir mal. Ich würde es hoffen. Letztes Jahr hat mir jemand erzählt, haben 2,75 Millionen Menschen, wenn man den ganzen Abend sozusagen zusammenzählt, den Opernball gesehen. Das ist eigentlich unglaublich in einem Land dieser Größe. Also die Hoffnung lebt.
Letztes Jahr haben Sie gesagt, der Hausherr sperrt auf und auch wieder zu. Das ist Ihnen letztes Jahr gelungen, habe ich gehört. Sie haben in der Tat das Haus zugesperrt. Ist das heute auch das Ziel? Es war völlig überflüssig, um 5 Uhr früh noch da zu sein. Also da ist hier eine ganz andere Stimmung und kein Mensch schert sich noch um den Hausherrn oder ist überhaupt noch imstande, den wahrzunehmen. Ja? Also von daher muss ich mir das gut überlegen, ob ich das heuer auch so mache. Ich habe gehört, das war lustig. Ich war nicht da, aber man hat es mir erzählt. Nein, in meinem Büro ja, aber dann im Saal ist, wie gesagt, da ist die Präsenz von jenem oder diesem Hausherrn oder jenem Besucher nicht mehr wirklich das Thema. Verstehe. Bleiben Sie kurz bei uns, denn wir stoßen noch an auf einen bisher gelungenen Opernball und meine Kolleginnen und Kollegen kommen zu uns. Ah, es wird angestoßen. Sind wir doch gleich dabei, oder? Dabei. Meine Damen und Herren, das war's. Das war zumindest die Live-Übertragung vom 66. Wiener Opernball live hier aus der Wiener Stadt. Wir hoffen, wir haben Sie gut unterhalten und Ihnen einen wunderbaren Ballabend bereitet. Ja, und wir hoffen natürlich auch, dass wir Ihnen nicht nur die Geschichten, sondern auch die künstlerische Seite dieses Fest näher bringen konnten. Morgen gibt es noch mehr um 20.15 Uhr in Alles Opernball mit Lilian Klebo. Ja, hier in der Oper wird noch bis 5 Uhr früh weitergefeiert, bis Brüderlein fein, bis 5 Uhr früh. Also 5 Uhr früh liege ich ohnmächtig in meinem Bett, bedroht von imaginären Walzerklängen. Da bin ich sicher weg. Ich wünsche Ihnen alles Gute noch. Schön was. Das schauen wir uns an. Schön was mit Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gute Nacht. Wiedersehen. So. Bitte schön. Tschüss. Prost. Nein, du. Nein, du nimmst es. Er darf eh nichts trinken, sonst schlaft so schlecht. Okay, danke euch. Danke.